Hallo liebe Leute, Doug aus Pennsylvania ist wieder da mit dem Pennsylvania-Steuer Spot für die Woche. Wir sind nah am Ende Juli. Es ist der letzte Freitag in Juli und ich bringe das letzte Wort für Juli. Und das ist die Gehlrieb. Die Gehlrieb, auf Englisch ein Carrot. Vielleicht kennst du das schon, Gehlrieb. Und ich gleich Gehlrieb esse. Und da ist unser Satz. Ups, nee, ich habe falsche Ding geklickt. Klick mal wieder. Do. Ein Horse fresst die Gehlriebe in meinem Garten. Ay, jammer je. Ein Horse fresst die Gehlriebe in meinem Garten. So, für a Gehlrieb mit einem B am Ende, aber wenn man mehr als einer hat, dann ist es Gehlriebe. Gehlriebe ist die Plural. So, a Gehlrieb, zwei oder mehr Gehlriebe. Und do ist ein, so ist es mit den Wort, mit Singular und Plural. Und vielleicht gleichst du Gehlriebe zu essen. Ich weiß, dass die Hase die gleiche Gehlriebe zu essen. Das ist für sure. Der Gaul, die Geil, die fresse auch gern Gehlriebe. Mm-hmm. Bis nächste Woche und nächste Monat, lieber Freund. Schwätz Deutsch und mach's gut.